bin Sarah und hinter dem heutigen Adventskalendertürchen versteckt sich mein Spiel des Jahres 2019. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Ich habe super viel dieses Jahr gespielt, unterschiedlichste Sachen, und es war ein bisschen schwierig, tatsächlich eins rauszustellen. Dann habe ich ein Spiel genommen, mit dem ich so ein bisschen Geschichte habe. Und zwar ist das Luigi's Mansion 3. Oh, wow, sorry. Ich habe damals den ersten Teil schon auf dem GameCube gespielt und habe mich riesig gefreut, dass es da eine Fortsetzung auf der Switch geben soll. Das hat genau das richtig gemacht, was eine Fortsetzung auf einer neuen Konsole machen sollte. Die technischen Möglichkeiten wurden ausgereizt. Es ist immer noch im Grunde genommen das, was es damals war. Die Reihe ist nicht irgendwie in eine super merkwürdige Richtung weiterentwickelt worden, sondern kriegst das, was du erwartest. Die Vorfreude darauf hat sich so ein bisschen durch das Jahr gezogen. Das ging los mit dem E3-Bericht von Tim und Trant. Dann konnte ich es aber auf der Gamescom das erste Mal selber zocken und habe mich da 15 Minuten mit beschäftigt. Und es sieht wunderschön aus. Es gibt kleine Details. Es ist einfach, dieses Hotel ist größer als alles, was man damals hatte. Es hat den richtigen Umfang. Es hat eine Nintendo-typische, natürlich kindergerechte Story. Da hat man nichts anderes erwartet. Es ist einfach schön. Es ist riesig groß. Du hast diese einzelnen Etagen in dem Hotel, in dem, naja, es ist im Endeffekt wie vergleichbar jetzt mit dem Adventskalender hier. Du hast jede Etage, hast du was völlig Neues, hast eine Überraschung, was dich wohl erwartet. Du hast unterschiedliche schwierige Rätsel. Es ist natürlich stark casualisiert, sagen wir es mal so. Aber, ich saug dir alles weg, sogar dein Staubsauger. Ja, du hast recht, das Leben ist nicht fair. Es hat mich berührt, es hat mich mitgenommen, es hat mich an meine Kindheit erinnert, an den ersten Teil. Und deswegen wollte ich euch Luigi's Mansion 3 noch mal ins Herz legen, weil es ganz, ganz viel richtig macht. Und deswegen heute mein Spiel des Jahres 2019 ist. Frohe Weihnachten!